Präsident Zelensky getroffen und er argumentiert dahingehend zu sagen, dass es keinen Weg gibt, mit Putin zu sprechen und dass man das ganze Gebiet zurückgewinnen muss und es gibt keine Alternative. Ja, ich weiß das. Aber was wirklich zählt, ist das, was die Amerikaner wollen. Die Ukraine ist kein souveräner Staat mehr. Sie haben kein Geld, sie haben auch keine Waffen. Sie können nur kämpfen, weil wir sie unterstützen. Das heißt, wenn der Westen entscheidet, also wenn die Amerikaner entscheiden, dass sie Frieden haben wollen, dann wird es Frieden geben. Wie geschwächt ist Putin? Wenn das passieren kann überhaupt, dann ist das natürlich ein Zeichen der Schwäche. Aber wenn es innerhalb von 24 Stunden geregelt ist, dann ist es wiederum ein Zeichen der Stärke. Sie glauben also, dass Putin immer noch stark ist. Nun, Putin ist der Präsident von Russland. Und wenn jemand darauf spekuliert, dass er hier fallen könnte, dass er ersetzt werden könnte, dann versteht man das russische Volk und die russischen Machtstrukturen nicht. Erklären Sie mir das vielleicht. Nun, das ist Russland. Russland funktioniert anders, als wir es tun. Die Strukturen in Russland sind sehr stabil. Das fußt auf der Armee, den Nachrichtendiensten, der Polizei. Das ist also ein ganz anderer Staat. Ein militärisch orientierter, ein militärisch geprägter Staat. Das ist ganz anders als Deutschland oder Ungarn.